Brains! Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare. Wir spielen hier auf der Seite der Pflanzen und zwar mit dem Erbsenagent. Und ja, mal schauen, mit dem spiele ich eigentlich hier recht selten, weil ich nicht zielen kann. Und wie ihr seht, ist das so ein Problem. Ne? So, hier ist der Kerl von eben. Und holt mich natürlich weg, weil ich daneben schieße, während er trifft. Naja. Mal schauen. Da hinten ist ein Kaktus, der schon ordentlich Feuer austeilt. Hier könnten wir eigentlich mal einen Sniper-Pilz hinsetzen. Die sind ja eigentlich gar nicht so schlecht auf der Ecke. Feuererbs ist auch mal gut. So, da ist ein Wissenschaftler. Aber da ist schon der Schnapper hinterher. Und hier scheint auch hier auf der Ecke viel los zu sein. Wenn man da Bohne runterschmeißt. Hat er irgendwas gekriegt? Anscheinend nicht. Aber hier ist auch der Teleporter. Und den Ingenieur versuchen wegzuholen. Na komm, der muss doch mal fallen, jawohl. Ich dachte schon. So, unser erst. Und da hat der komische Mensch mit dem Fasthahn. Hm, klingt so ein bisschen wie ein Hahn. Kikeriki oder so. Hat er den Charakter gewechselt. Haben ihn erwischt. Haben ihn erwischt. So. Haben wir auch Sonnenblumen hier? Anscheinend nicht so viele. So, wir müssen wieder mal was hinpflanzen. Und hier vorne können wir uns mal eine Heilblume hinsetzen. Ich weiß, die stirbt sofort, aber. Pflanzensieg. Schön. Ja, okay. Im gemalten Feuer da vorne ist natürlich ganz blöd. Ich bin ein bisschen orientierungslos heute. Naja. So ein Failing anzugucken ist natürlich manchmal auch ganz nett. So. Gehen wir hier oben rauf. Und hier mal so eine Bohne reinschmeißen in die Meute. Die hat gesessen. Die hat gesessen. Die war gut. Ah, da kommt der Wissenschaftler. Schade, schade. Hat er sich gerade noch so gerettet, der Wissenschaftler? Ich glaube, der war ziemlich down. Naja, gut. Hier machen wir mal einen Eispilz hin. Keine Ahnung, ob der hier Sinn macht. Wahrscheinlich eher nicht. Wie ich mich kenne. So, hier vorne ist immer eigentlich sowas gut. Wir gehen, können eigentlich direkt mal gucken. Wir gehen auch unten. Der Teleport ist gut. Der hier, der Kaktus guckt hier auch schon an. Der Teleport ist hier auf der Ecke. Sehr gut. Dann wissen wir Bescheid, dass wir hier so ein bisschen mehr verteidigen müssen. Vielleicht stehen wir uns mal hier in diese Ecke. So, hier oben mal drauf oder so. Dann gehen wir in die Kanone und machen hier mal so einen ordentlich. Ja, wir haben ihn noch gekriegt, Den, wen haben wir da gekriegt? Den Lünden, der hat es aber auch gekillt. Ja. Gar nicht so übel. So. Hier sind sie wieder unterwegs. Die ganzen Zombies. Und hier geht's auch wieder ab. Ja, ist da vorne irgendwas los? Jetzt lungern sie auf den Dächern rum. Okay. Hier rein. Die können wir nicht mal zerstören davon, die Lamine. So ein bisschen nachladen. Und gehen wir mal hier außen rum und haben treffen direkt auf einen Nebenjunge. Und hier frisst eine Bohne. Oh. So, wir sind fast tot.
wundert überhaupt, dass diese Bodenaktion geklappt. Oh, das ist eine Mine. Kann man hier zerstören? Nein, kann man leider nicht. Das wäre jetzt nicht so schlecht, wenn ich hier mal eine Heilung kriegen würde. Ansonsten bin ich hier ziemlich schnell down. Wo sind die ganzen Sonnenblumen in unserem Team? Vorne ist ein freier Platz, da können wir uns eine hinbauen. Sehr gut. So. Da ist da wieder der Wissenschaftler. Aber den haben wir erledigt. Sehr gut. Und hier wieder einen erledigt. Hier kommt mal eine Bohne geflogen. So, wir müssen wieder zurück. Wir müssen wieder zurück. Und so ein bisschen Heilung abholen. Aber hier ist unsere Heilpflanze schon wieder gekillt worden. Gar nicht so geil. Komm, Pflanzentopf. Ah, da vorne müssen wir auch wieder was hinpflanzen. Der Kaktus macht das gerade. Ja, der Kaktus läuft dran vorbei. Was macht er denn? Was macht er denn? Ja, okay. Mäh. Mäh, mäh, mäh. So, mit 50 Lebenspunkten hier so rum zu. Ah, jetzt haben wir. Okay. Zack, haben wir uns wieder hochgeheilt. So, hier kommt eigentlich relativ selten was vorbei. Jetzt sind wir wieder am Brennen. Holen wir uns doch mal ein bisschen ein paar Söhnchen hier. Und schauen mal. Da sind sie doch wieder auf der linken Seite. Was fliegt der denn hier mit einer Drohne rein? Hallo. Mich durch. Ich bin Erbse. So, und hier müssen wir auch wieder was hinpflanzen. Hier kommt jetzt ein sowas hin. Hab ich gehört. Na, wo ist er hin? Der Sack. Da oben ist er. Oh, ist schon vorbei. Haben wir gut verteidigt. Habe ich gar nicht drauf aufgepasst, wie lang das Spiel geht. Na. Na. 8 Kills. Hm. Für die Kürze der Zeit. 2 Gärten. Wir haben auch nicht die ganze Lobby voll. Hm. Das könnte natürlich daran liegen, dass jetzt auch so ein bisschen die Luft raus ist nach der Ankündigung von Plants vs. Zombies 2. Aber, naja. Wir spielen nur eine Runde. Keine Sorge. Also ich lasse euch hier nicht mit einer 8-Minuten-Folge alleine. Aber ich mache hier mal einen Cut. Und wir sehen uns in Runde 2 dieser Runde. So, da sind wir wieder. Ready to verteidigen the garden. With bad English. Wieder die gleiche Map. Wieder der gleiche Charakter. Wieder der gleiche Fail. Wer wird es? Ja, können wir mal pflanzen, mal richtig teure Sachen hier, die Laser Beans. Wir fahren auch mal eine Laser Bean hin. Oh ja, okay, nee, Pilz, komm. Gehen wir mal eine Laser Bean hin. Oh, wir wurden da schon direkt angegriffen. Was kommt denn da? Oh, 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 oh. Wissenschaftler sind hier schwer unterwegs. So, den haben wir erwischt. Sehr gut. Hier. Sehr gut, danke schön. So, den beleben wir mal wieder. Da oben. Nee, 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 nee. Aua. Dämlicher Sack. Immer wenn jetzt die Leute da irgendwie oben auf diesem Dach da verschanzen. Ich hoffe mal, dass der. Ja, hier mal eine Drohne raushauen. Leider nichts gebracht. So. Wir sind jetzt schwer unterwegs. Ah, wir verbrennen und sind eingefroren. Beides gleichzeitig. Und die Zombies haben den ersten Garten erobert.
Uweia, uweia. So, hier sind sie das letzte Mal gescheitert. Wollen wir mal versuchen, dass sie das diesmal auch tun. So, hier wieder so einen hin. So, das letzte Mal war hier der... Ja, hier ist wieder der Teleport. Sehr gut. Good to know. So, hier sind Zombies unterwegs. Wir machen unseren Schnapper platt. Ah, okay, da hat es uns wieder erwischt. Der ist gefroren, jetzt seit einer Stunde, ja. Luna the Nightmare. Der war auch letztes Mal auf dem Pflanzenteam-Seite auf der Nummer 1. Das heißt, der scheint ganz gut zu sein. Die ist keine Schande, sich von dem abschießen zu lassen. So. Oh, hier hat wieder jemand Pflanzen hingesetzt. Sehr nett. Lass mich doch mal durch. Oh, fürchterlich. Ach, schade, schade. Jetzt da die... Nein, die Bonus hat es leider nicht geschafft bis dahin. Aber naja. Eigentlich müsste ich mit der Feuererbse spielen, weil ich immer noch Allstars töten muss. Und hier laufen eine ganze Menge davon rum. Hier zum Beispiel der. Aber irgendwie... Oh, ich habe den doch noch einen mit der Bohne erwischt. Interessante Sache. Oben ist der Eiserbsen. Ich glaube, das ist der Luna-Typ. Aber hier werde ich aus dem ersten Geschoss heraus getötet. Komm, wen... Ah, komm, wenigstens noch den Braunmantel-Zombie, aber... Selbst das ist mir nicht vergönnt. Aber es war ein Plumpsklo-Zombie. Okay, okay, okay. Ja, die Zombies sind diesmal ein bisschen stärker unterwegs. Mal gucken. So. Hier haben wir wenigstens einen erwischt. Noch einen erwischt, sehr gut. Hier ist der Ingenieur. So, ja, bitte heile mich, sehr gut. Da kommen sie jetzt wieder raus. Bin ich voll in die Mine reingelaufen. Ah, nein. Ein Mondsteinwerfer. Ja, und das war's. So, der direkte Vergleich geht also an Team B. So, hier einfach mal ein bisschen Crap hin. So. Ich bin mit dieser Erbse echt nicht so vorsichtig. Es gibt ja Leute, die können damit mit bestimmten Charakteren super gut umgehen. Ich kann hier diese Erbse hier komplett nicht umgehen. Also wir versuchen uns mal hier oben rumzuschleichen. Und hier oben dann eine richtig schöne Bohne reinzuschmeißen. So, leider hat es das nicht gebracht. Wenigstens den Zombot. Der Schnapper verteidigt hier ganz gut. Ich treffe einfach auch nichts mit diesem Ahne der Erbse. Und jetzt kommen sie über die andere Seite. So, wenn der jetzt da hochkommt, muss ich den noch erwischen. Komm, ey. Ja, geil. Also echt. Bisschen ärgerlich. Bei der Masse an Allstars. Ich überlege gerade echt, ob ich auf die Feuererbse umschwenke. Das ist eine ganze Armee von Sargzombies. So, jawohl. So, der holt mich jetzt hier versucht. Ein bisschen beiseite. Da haben wir jetzt noch 32 Schaden reingelaufen. Ich glaube, ich wechsle jetzt mal auf die Feuererbse.
Weil hier sind doch einige Allstars unterwegs. Feuererbse, warum sind da mal sie? Und vielleicht schaffen wir da so wenigstens ja mal hier unsere Mission, die wir gerade machen müssen. So, wahrscheinlich ist ja bei meinem Glück jetzt hier voll gut keine von den Leuten unterwegs. Von den Allstars. So, hier alles schön in Brand stecken. Hallo? Ah, die geht mir schon eher die Feuererbse, jetzt der Erbsenagent. Der Allstar. Der müsste eigentlich unsere sein. Aber wir sterben am Feuertod. Ah nein, wenn gefroren ist, dann ist Sturmgewehr. Gut, aber wir holen uns die Allstars, ich sag's euch. Hier kommen ein paar Sniperpilze hin, die sind eigentlich ganz gut hier, finde ich zumindest. So, hier hat schon einer Laserbeam irgendwie hingepflanzt. Und genau falsch rum, finde ich. Hier hätte die Laser und da hätte der, der Pilz hingemusst. Aber naja. Hier wird schon ordentlich geschossen. Gucken mal, wo der... Hier ist der Teleporter. Das heißt, die müssen hier wohl irgendwie langkommen. Da kommt auch schon der Ingenieur. Ja, direkt mal die Drohne raushauen. Ja, okay, der hat erstmal mit seinem Schweißgewehr hier uns erstmal hier voll einen auf den Latz gegeben. Naja. Jetzt wissen wir also, dass da jetzt gleich der die Zombies von rechts kommen. Da oben ist ein Wissenschaftler. Haben wir den einmal untergezimmert? Zumindest angezündet haben wir ihn. Ja, der ist doch nicht gestorben, der ist doch hier runtergelaufen. So, hier zackig. Weg von mir. Sonnenblume, hilf mir! Sonnenblume. Da oben wird wieder aus dem. Wird wieder gesniped, ja? Gesniped wird hier wieder ordentlich. Aber ich muss doch eigentlich die Allstars töten. Blume nehmen. Eben, weißt du, wo ich mit der anderen Erbse gespielt habe, mit reihenweise Allstars mir für die Flinte gelaufen. Und jetzt. Keiner. Da ist einer. Vorlage nur. Verdammte Schande. Nicht mal wiederbeleben konnte, ne? Ist hier irgendwas unterwegs? Schweißergewehr? Ja. Mhm. Wo steht der denn? Kann ich gerade echt nicht erkennen, wo der unterwegs ist. Da oben. Das wäre echt peinlich. Da ist der Allstar wieder. Allstar, ich muss den Allstar erwischen. Irgendwoher poltert hier der Ingenieur uns einen rein. So. Verteidigerbonus, sehr gut. Da oben. Da ist ein Allstar. Da ist ein Allstar. Den holen wir uns. Komm her. Okay, aber nein, er holt sich uns. Ah, diese Tackling-Sprints sind einfach zu gut. Das scheint auch momentan der einzige Allstar zu sein. Das ist echt. Unangenehm. Warum bleiben die Leute nicht mal bei dem, was sie spielen? Gut, ich habe auch gewechselt, aber zumindest ist das schandige. Oh, da ist der Allstar. Komm, Allstar. Hat volles Leben. Ja, und wir sterben natürlich, weil hier sind vorne hier natürlich alle im Rücken. Boah, bin ich schlecht in dieser Runde. Das ist echt unglaublich. Bin ich schlecht. So, der Allstar ist da hinten. Wir machen das jetzt zu was Persönlichem. Nur der Allstar und ich. Ist schon wieder tot, der Allstar. So was Schönes. Ja, ich schieße wieder daneben. Kein einziges Mal getroffen, den Wissenschaftler.
Der denkt sich auch, was ist das für ein Depp? So, da hinten steht einer. Da vorne sind sie alle, da haben wir jetzt eine schöne Bohne rein, das wäre echt gut. Ein gepflegtes Böhnchen. Irgendwas hat mich schon wieder jetzt angezündet. Das gefällt mir schon wieder gar nicht. So. Ich merke gerade, die Erbs hat auch mehr. Stirb! So. Zumindest ein paar Kills mache ich ja, ne? Wo sind die Allstars? Da hinten ist ein Allstar. Mein Hyper ist nicht fertig. So ein Dreck, ein Dreck, so ein Dreck. Die verstecken sich immer, die Allstars, so hinter den anderen Leuten. Eigentlich ganz geschickt. Komm. Ah. So, da ist wieder irgendwie so ein Fußsoldat. Da ist der Allstar. Ja, jetzt, wo ich kein Leben mehr habe. Jetzt kommt er rein. Ja, ich habe einen, ja, Allstar getötet. Yippie. Sehr gut, sehr gut. So, es läuft. Allstars töten macht Spaß. Allstars töten macht Spaß. Das ist ein Ingenieur. Versuchen wir mal. Ja. Noch ein Allstar. Der hat jetzt schon getackelt. Das ist schon mal gut. Aber wir haben kaum noch Leben. Ja. 3 zu 3. Das meiste, wir müssen aber vorher irgendwas anderes gespielt haben. Weil ich bin mir sicher, das war eben das erste Mal, dass ich einen Allstar getötet habe mit der Feuererbse. So, hier vielleicht mal eine Heilblume rein. So. Da hinten kommen sie wieder. Schon mal einen dran stecken. So, sehr gut. Holen wir uns den Schnapper wieder an Bord. Ne, 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 ne. Da wird rumgesnipert wieder von da oben. Langweilig. 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 So, gebt mir die Allstars. Das ist doch der Typ, den ich eben schon nicht mehr getroffen habe, ne? Weil der immer so blöd rumläuft. So, jetzt habe ich den wenigstens mal angefrackt. Komm, Schnapper, hilf mir. Komm, zweiter Schnapper, hier kommt noch hier. Ah, das ist ein Allstar, das ist ein Allstar. Komm, der ist meiner. Och, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Zwei Allstars. Vorlagen. Ja, super. Und der Garten ist weg. Aber hier kann man sich eigentlich sparen, super Pflanzen zu pflanzen. Da kann man einen Scheiß hin pflanzen, denke ich. So, Allstar. Komm, der muss jetzt angeschlagen sein. Ja, es ist ein Allstar-Sieg für mich. Zumindest angefragt hat. Er brennt. Der Upgrade. Upgrade. Eine Vorlage haben wir für ihn kassiert. Die hat's erwischt. So, den vertreiben wir von da. So, bleib bei uns. So, das wäre ja gelacht, wenn wir das hier verteidigen könnten. Ja, da ist wieder ein Allstar, sehr schön. Aber der macht das ganz gut da hinten. Huch, was war das? Ich bin teleportiert worden. Habt ihr das auch gerade gesehen? So.
Feuer gegen Feuer. Du wirst wahrscheinlich gewinnen, weil du triffst und ich nicht. Deinem blöden Schweißbrennergewehr. Aber es kann nicht mehr viele Äußerst sein, die ich töten muss. Gehen wir es an. Da sind sie schon wieder. Zwei Stück unterwegs. Einer wird gerade schön vom Schnapper erledigt. Wo sind sie wieder, die Allstars? Da oben wird schon wieder rumgesniped. Sehr schön, Allstar. Ah, der war schon. Komm, den kriegen wir. Nein! Oh weia, oh weia, oh weia. Ja, die letzte. Der letzte Garten muss es jetzt rausreißen, Leute. Der letzte Garten muss es rausreißen. So, da hinten ist der Teleporter. Da kommt der Allstar schon gelaufen. Ah ne, er ist noch auf der Ecke. Kann man eigentlich hier oben drauf? Teilfahrer hier? Kann man hier oben drauf? Ja, kann man nicht, leider. Hier? Hier auch nicht. Schade, schade. Hier ist noch eine andere Feuererbse. Hoffentlich hat die nicht den gleichen Auftrag wie ich. Lass mir die Allstars, mach du die anderen. Ja. Toll, und jetzt hat er ihn geschildert. Ah nein, aha. Okay, der ist an meinem Feuer verreckt. Sehr gut. Ja, der. Hier müssen wir eigentlich auch noch was pflanzen ordentlich hier. Was nehmen wir denn hier hin? Eis. Eis. Was steht hier vorne? Noch nichts. Hier ist Feuer eigentlich, finde ich. Also wenn ich als Zombie spiele, finde ich Feuer hier immer ziemlich lästig. So, hier machen wir auch ein Feuer hin. Und hier machen wir auch ein Feuer hin. So. Feuer! Ich höre doch schon wieder Geschosse vom Allstar. Da ist noch. So, was hat er sich hier. Ah, da ein Allstar. Ah, da hat sich ein Heilzombie beschworen. Ah, der blöde Allstar. 4 zu 4, das ist irgendwie echt merkwürdig. Entweder switcht er immer die Charaktere um oder ich habe schon echt mehr Allstars getötet, als ich dachte. Sieg. So muss das sein. So. Da hinten ist ein Allstar, aber der stirbt schon wieder. Noch haben wir alles hier gut im Griff. Aber was machen die denn mit Drachenmäulchen? Das ist. So, gibt's hier irgendwelche Allstars? Da ist eine Sonnenblume. Ey! Junge! Puh. Ich will noch einen Allstar töten, das ist echt. So, da kommt jetzt gleich einer raus. Den kriege ich. Und eine Vorlage, das kann doch nicht wahr sein! Da hinten ist wieder einer. Ich bin auch schon wieder fast down. Und der hat bestimmt auch jetzt einen Tritt oder so. Ja, und jetzt macht er mich platt. Scheiß brennende Cricket. Oh, der hat nicht mehr viel. Wahrscheinlich stirbt er jetzt sofort. Ja, toll, Vorlage. Die blöde Sonnenblume hat ihn gekriegt. Da hinten ist aber schon wieder eine. Den habe ich wieder nicht gekriegt, ne? Das ist doch zum Mäusemelken. Niemand will mich Allstars töten lassen. So, jetzt habe ich wieder eine Bohne verschwendet. Herzlichen Glückwunsch.
Ein Holster. Und der stirbt schon wieder. Oder wo ist er hin? Da hinten ist er. Tötet ihn, tötet ihn. Und ich werde vom Wichtkick getötet. Das ist doch nicht zu glauben. Noch 15 Sekunden und ich glaube, ich werde es nicht schaffen, jetzt nochmal einen All-Star mit ins Grab zu nehmen. Da ist noch einer. Zwei sogar. Komm, stirb doch mal an mir. Jawoll! Korrekt. Endlich, Leute. Endlich. Das war ein Drama, oder? Meine Güte. Puh. 12.000 Münzen auf Pflanzenseite nicht so schlecht, finde ich. Zumindest für einen Spieler wie mich. 22 Kills. Wow, läuft. Hm. Kann man mal machen. So, ich glaube, ich mache keins. Ach komm, ich mache so ein kleines Stickerpack auf. Eins muss ja in jeder Folge mal sein. Weil ich möchte auf die Glitzerdinger sparen. So, und nichts Tolles, nichts Schlechtes drin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Plants vs. Zombies oder Secret World oder Richer oder sonst irgendwas beim Koali. Tschüss.